IST. Bildung, die bewegt. Damit alle ein bisschen wissen, mit wem sie es jetzt zu tun haben, möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe nach meiner Ausbildung als Pferdewirtin Reiten Biologie studiert und mich danach noch ein bisschen weiter fortgebildet, bin Pferdefachwirtin und zertifizierte Pferdemanagerin und seit vielen Jahren jetzt irgendwie schon angesprochen bei Harms Pferdeprofis gut beraten als Beraterin tätig. Zu effektiven Mikroorganismen bin ich vor 12 Jahren etwa gekommen und gemeinsam mit meinem Mann wenden wir seitdem diese auch in einem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb an. Wir haben Pferde- und Rinderzucht und können viele Erfolge durch den Einsatz mit effektiven Mikroorganismen schon verzeichnen. Darüber hinaus, als Unternehmensberaterin haben wir natürlich auch Betriebe, die effektive Mikroorganismen einsetzen, die wir beraten und unterstützen und auch von denen natürlich ein ganz spannendes Feedback bekommen, viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen. So, wir werden jetzt auch gleich einmal beginnen mit dem Thema, nochmal zu dem, was Frau Petersen gerade schon gesagt hatte, machen wir es einfach mit den Fragen so. Ich denke, im Laufe des Vortrags wird die eine oder andere fachliche Frage sich klären. Trotzdem empfehle ich jeden, die einfach in den Chat zu schreiben, wenn eine Frage da ist, damit dann die Frage loslassen kann, sich wieder auf den Vortrag konzentrieren kann und am Ende werden wir dann die Fragen klären. Wenn ich zwischendurch merke, das ist eine Frage, die passt jetzt direkt, dann beantworte ich die auch gerne sofort. Also ruhig ein bisschen zurücklehnen und entspannen und auch erstmal genießen. So, Petersen macht mich ein bisschen kleiner, so schnell geht das, schon wird man schlank. Jetzt brauche ich auch nicht gesehen werden, denn wir fangen ein bisschen mit der Biologie an. Wenn wir sprechen über effektive Mikroorganismen, müssen wir einmal allgemein klären, was sind denn eigentlich überhaupt Mikroorganismen? Mikroorganismen sind eigentlich das Ursprung des Lebens. Also ohne Mikroorganismen gäbe es uns nicht. Schon vor 3,8 Milliarden Jahren sind die ersten Mikroorganismen auf dieser Erde entstanden. Dagegen ist unsere Lebenszeit auf der Erde schon viel, viel kürzer, mit gerade mal vielleicht 5 Millionen Jahren. Sie sind an allen Vorgängen der Natur beteiligt. Es gibt so gut wie keine Vorgänge, wo keine Mikroorganismen ihren Job tun. Wir zählen dazu eine ganz große Gruppe, ich möchte mich aber in dem Vortrag jetzt ein bisschen klein halten und das mal auf Bakterien und Pilze hauptsächlich beschränken. Sie sind mit bloßem Auge nicht sichtbar, also keiner von Ihnen braucht jetzt auf die Suche gehen, wo sind denn die Mikroorganismen hier. Wir sehen sie aber unter dem Mikroskop oder auch noch deutlich kleiner. Sie sind seit bestimmt 1000 Jahren auch an unserer menschlichen Entwicklung auf dieser Erde beteiligt, denn aus der Lebensmittelgewinnung haben wir durch Mikroorganismen überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, Lebensmittel haltbar zu machen. Ja? Zum Beispiel über Sauermilchprodukte, kennt ja jeder, Milchsäurebakterien, die dann Milch auch zu Joghurt verwandeln. Oder auch Hefen, die uns beim Gären helfen, sonst kennt man das schöne Bier nicht. Ja? Oder zum Backen vom Brot. All dort sind sie uns sehr dienlich. Das machen wir uns manchmal auch gar nicht so bewusst, dass es so ist. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bakterien in unserem Darm. Ja, unsere Darmbakterien, ohne die könnten wir unsere Nahrung überhaupt nicht verwerten. Und bei dem Verwerten der Nahrung produzieren diese Darmbakterien für uns die ganz lebenswichtigen Stoffe, wie zum Beispiel eben Vitamine, Enzyme oder Aminosäuren. Mikroorganismen sind wahnsinnig vielfältig. Also diese hohe Vielfalt und auch vor allem ihre Unterschiedlichkeit, die ermöglicht es ihnen eigentlich erst, dass sie all diese Kreisläufe des Lebens, eben zum Beispiel die Verdauung oder auch eben der Kreislauf im Boden, wenn Pflanzen daraus erwachsen, wieder vergehen, wieder neuer Humus entsteht, all diese Kreisläufe bringen sie in Gang, halten sie aber auch in Bewegung und verbinden sie miteinander. Also es gibt keine abgeschlossenen Räume, man könnte sagen, Mikroorganismen sind eigentlich die besten Networker schlechthin, von denen können wir uns noch ganz viel abgucken. Und noch zwei Zahlen möchte ich einmal mit Ihnen teilen, und zwar spricht man davon in der Biologie, dass schätzungsweise 2 bis 3 Milliarden Arten von Mikroorganismen es auf der Erde gibt. Schätzungsweise. Das liegt daran, dass wir bis jetzt gerade mal 0,5% dieser geschätzten Größe überhaupt klassifiziert haben. Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass 90,5% uns aller Mikroorganismen auf dieser Welt noch völlig unbekannt sind.
Ich bin gespannt, welche neuen Erkenntnisse wir da noch draus gewinnen. Für jeden, der sich da noch ein bisschen mehr zu informieren möchte, kann ich nur empfehlen, sich mal den Film Die Macht der Mikroben anzuschauen. Kann man jeder Mediathek aufrufen. Spannend, in welchen Forschungsfeldern dort mit Mikroorganismen auch schon neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Und noch eine Zahl für den Abend ist, etwa 2 bis 3 Kilogramm wiegen alle Mikroorganismen, die so uns als einzelnen Mensch siedeln. Also ist doch ein ganz schön großes Gewicht, was wir so mit uns schleppen. Mikroorganismen klingt nett. Bakterien klingt oft schon irgendwie viel schlechter, weil es gibt so eine Bakterienphobie, die so in den letzten Jahren entstanden ist. So manche Werbung über Desinfektionsmittel möchte uns weismachen, dass um uns herum nur ausschließlich Krankheitserreger sind, wir permanent uns davor schützen müssten. Das ist so ein bisschen eine fatale Entwicklung, die da vonstatten gegangen ist, denn das Ganze ist dann auch ins Negative schon verkippt. Ich möchte hier heute aber vorrangig über die positiven Mikroorganismen sprechen und weniger über die pathogenen, also krankmachenden, sondern mehr darüber, wie wir eben dem ganz was entgegensetzen können, dass es insgesamt überall ein gesünderes, wohligeres Leben gibt für alle Lebewesen. Was sind denn jetzt effektive Mikroorganismen? Ja, als Entdecker, sie sind schon immer da gewesen, ist ganz klar, ne, 3,8 Milliarden, aber als Entdecker gilt der Professor Teruo Higa, ist ein japanischer Professor, der hat vor allen Dingen viel zum Thema Bodenleben, Pflanzenschutzmittel und so weiter geforscht vor über 30 Jahren. Und eine Geschichte, die sich so ereignet hat und auch so übertragen wird, so ungefähr erzählt, ist die, dass er immer mit einzelnen Bakterienstämmen geforscht hat. Die haben aber nicht die Ergebnisse gebracht, wie er sich das gewünscht hat. Und diese Lösung aus seiner Forschung hat er dann immer nicht in den Abfluss gießen wollen. Es war ihm zu schade drum, sondern einfach aus dem Fenster aufs Grün, auf dem Rasen. Und über die Zeit ist ja alles Mögliche da abgekippt worden. Dann ist ihm aufgefallen, dass an der Stelle der Rasen viel satter, grüner, kräftiger wächst als den ganzen Rest. Erst dachte er noch, das wäre irgendwie so ein Scherz seiner Studenten. Aber dann ist ihm eingefallen, dass er ja permanent all seine Lösungen aus seinen für ihn erstmal misslungenen Versuchen dort abgekippt hat. Was ist passiert? Ihm ist dadurch die Idee entstanden, und dem ist er dann noch weiter nachgegangen und konnte sie dann bestätigen, dass es nicht die einzelne Bakterienkultur ist oder Mikroorganismenkultur ist, die eine Rolle spielt, sondern immer die Mischung daraus. Und das ist auch die Idee der effektiven Mikroorganismen. Es geht immer darum, diese Mischung aus den nützlichen und hilfreichen Mikroorganismen gemeinsam die Synergieeffekte zu nutzen. Und diese Mischung nannte er eben effektive Mikroorganismen. Das ganz einfach gesprochene grundlegende Wirkprinzip dieser effektiven Mikroorganismen ist, dass sie immer gezielt die Bakterien fördern oder die Mikroorganismen fördern, die positiven, die bereits in einem Milieu schon vorhanden sind. Ihre Aufgabe wird umso schwerer, je weniger die sind. Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Aber ein Milieu, kurz erklärt, ist so ein in sich abgegrenzter Bereich, der aber immer fließende Übergänge hat. Das kann der Boden sein, das kann Wasser sein, alle Oberflächen. Es gibt keine Oberfläche, die nicht von Mikroorganismen besiedelt ist. Und zum Beispiel der Darm ist klar, alle unsere Darmbakterien zusammengenommen ergeben eben das sogenannte Darmmilieu. Wie funktioniert jetzt die Wirkung oder wie ist die Wirkung von effektiven Mikroorganismen? Herr Professor Higa hat das mit dem Dominanzprinzip beschrieben. Und zwar hat er die Bakterien je nach ihrer Wirkung, nach ihren Eigenschaften eingeteilt in dominant regenerative, also aufbauende Mikroorganismen. Das Gegenspieler sind dann die dominant degenerativen, also eher krankheits- und fäulniserregende Mikroorganismen. Und dann gibt es eine ganz große Gruppe, das sind nämlich die Opportunisten. Die Opportunisten verhalten sich je nachdem, welche Gruppe dominiert von den ersten beiden genannten, entweder eher in jetzt Richtung positive Milieu oder negativ. Nochmal zu den Begriffen positiv, negativ, man könnte auch sagen erwünschte, unerwünschte, ist auch immer ein bisschen eine sehr subjektive, eine ganz einfache Benennung des Ganzen, aber wir wollen jetzt mal die Biologie hier nicht zu sehr in die Tiefe greifen und bleiben bei der einfachen Beschreibung positive und negatives Milieu. Egal, wo wir uns befinden, alle drei Mikroorganismengruppen treten immer gemeinsam auf. Die Frage ist eben, wer dominiert und der dominiert, bestimmt das Milieu. Es gibt auch so einen schönen Satz, nicht die einzelne Mikrobe entscheidet, sondern immer
das Milieu. Es gibt so ein, drei Zustandsformen. Eine ist das neutrale Milieu. Da hält sich die regenerativen und die krankheitserregenden Mikroorganismen die Waage und die Opportunisten hängen sozusagen dazwischen und warten jetzt darauf, in welche Richtung kippt die Waage. Das ist eine schematische Darstellung. Diesen Zustand gibt es in der Natur fast nie. Wir sprechen mal ganz oft davon, Natur im Gleichgewicht. Stimmt nicht, Status ist ein Statussystem, sondern Gleichgewicht bedeutet eigentlich, dass sie immer um das Gleichgewicht heraus sich tangiert. Wir wollen aber nicht, dass die Waage hin und her kippt, sondern wir wollen sie in eine gezielte Richtung bringen. Nämlich weg aus dem Zustand des negativen Milieus, in dem Fall, wo dann die, ich versuch's mir jetzt mal mit dem Zeichenstift, wo dann die negativen, genau, die Fäulniserregenden überwiegen. Und die ziehen jetzt eben die Opportunisten mit auf ihre Seite. Die Opportunisten spielen schon eine große Rolle, denn das können bis über 80% der Mikroorganismen in einem Milieu sein. Also die haben dann schon ordentlich Gewicht. Wie bringen wir jetzt die Waage zum Kippen? In dem Moment, wenn wir effektive Mikroorganismen auf dieses Milieu hinzufügen, dann nutzen wir deren regenerativen Eigenschaften, weil die Mischung aus EM besteht ausschließlich aus regenerativen, positiven Mikroorganismen. Das ist immer eine Mischkultur aus Photosynthesebakterien, aus Milchsäurebakterien und Hefen. Und je nachdem, welches Milieu jetzt was braucht, ziehen die EMs, bringen die Waage ins Kippen und ziehen die Opportunisten mit auf ihre Seite. Das heißt, so kann die Waage ins Positive kippen und wieder dafür helfen, dass Prozesse ganz optimal und aufbauend verlaufen, so wie wir uns das wünschen. Was haben wir jetzt davon in der Pferdehaltung? Wie können wir dieses Wirkprinzip uns dort zunutze machen? In der Pferdehaltung gibt es ja immer ein ganz großes Thema, das ist das Stallklima. Das ist ein bisschen mehr als nur die Stimmung des Personals. Ne? Das Stallklima ist auch vor allem natürlich die Qualität der Luft, also sprich Ammoniakgehalt spielt hier eine große Rolle. Wir wünschen uns immer, wenn wir in einen Pferdestall kommen, dass der ganz angenehm und nach Pferd riecht. Für uns Pferdemenschen riechen Pferde ja gut, ne? Für die anderen nicht so sehr. Aber wenn die anderen sagen, beim Pferd stinkt, dann riechen die das meistens viel eher, woran wir uns schon gewöhnt haben. Das ist nämlich der Ammoniakgeruch. Ammoniak entsteht immer beim Abbau von Urin und Kot. Ich betone dieses und. Denn diese konzentrierte Ansammlung beider Ausscheidungsprodukte gibt es in der Natur nicht. Da haben wir den Effekt, das Pferd frisst vorne, dann hinten wird verdaut. Bei gelegentlich bleibt es stehen und uriniert, je nach Geschlecht, ne, mehr unter sich oder mehr hinten raus. Aber dass der Zustand eintritt, dass auf kleinster Fläche Urin und Kot konzentriert sich ansammelt, den gibt es in der Natur so nicht. Da gehen dann auch ganz andere mikrobiologische Vorgänge vonstatten. Urin an sich ist zum Beispiel fast bakterienfrei. Also man nennt es fast steril. Ja? Der Zustand verändert sich natürlich sofort, wenn dann die Ausscheidung der Äpfel mit dazukommen. Was macht Ammoniak jetzt? Ammoniak ist ein Nervengift. Ja? Und Ammoniak ist auch deshalb so gefährlich, weil es den Atemapparat des Pferdes und natürlich auch des Menschen erheblich angreifen kann. Wenn ich hier immer über das Pferd spreche, denke ich dabei aber auch vor allem immer an die Menschen, die den ganzen Tag in diesem Umfeld arbeiten. Das betrifft ja fast nicht so sehr den Pferdebesitzer, der ein, zwei Stunden am Tag zu seinem Pferd kommt und viel Zeit vielleicht draußen auf dem Reitplatz oder im Gelände verbringt, sondern derjenige, der täglich die Boxen mistet, die Ausläufer abäppelt, der ist vor allem auch diesem Nervengift ausgesetzt, aber vordergründig natürlich die Pferde, die 24 Stunden in dieser Umgebung sind. Dieses Nervengift, erstmal in Gasform, wird aber, wenn es mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, die ja auch nun mal in jedem Pferdestall vorhanden ist, schon allein durch die Bodenfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, zu einer Lauge. Und diese Lauge kann auch das Hufhorn, den Kronrand, alle Hautstellen, Fesselbeuge erheblich angreifen und auch wenn die Pferde liegen in ihrer Einstreu, die gesamte Haut angreifen. Also auch hier den Hautschutzmantel ganz matritieren. Was machen wir denn jetzt? Wir haben mit den effektiven Mikroorganismen die Möglichkeit, nicht nur den Ammoniakgeruch einzudämmen, das liegt nämlich daran, dass diese das verstoffwechseln und diesen Ammoniakgeruch wird verflüchtigt. Also wenn man EMs über die Einstreu aufsprüht, ich sage jetzt immer EM, damit der Vortrag nicht so lang wird, ne? EM steht für effektive Mikroorganismen,
Also wenn man die Einstreu einsprüht, dann merkt man richtig, wie der Geruch sich verflüchtet und der Ammoniakgeruch weniger und reduzierter wird. Was aber auch eine Rolle spielt, ist das Thema Fliegen. Auch das Fliegenaufkommen in einem Pferdestall zeigt uns, ob hier was faul ist. Fliegen sind nämlich nicht nur einfach ein lästiges Übel, was unsere Pferde nervös macht, wo die mit Kopf- und Schweifschlagen reagieren, uns endständig anfliegen, in die Nasen, in die Ohren, sondern sie kommen natürlich auch aufgrund ihrer Lebensweise, weil sie zum Beispiel erst auf den Mist fliegen und anschließend wieder an den Pferdekopf, mit allerhand, in dem Fall auch wirklich Krankheitserregern in Kontakt, die sie dann so als Transportmedium in der Gegend verteilen. Ne? Auf das Konto von Fliegen gehen zum Beispiel auch die Übertragung mit von Bindehautentzündungen, ja, die sehr, sehr ansteckend sind, aber auch infizierte Wunden. Warum ist jetzt die Fliege ein Anzeiger für Fäulnisprozesse im Stall? Ja nun, das liegt daran, dass die Fliegen bevorzugt ihre Eier in Fäulnis ablegen. Da gibt es optimale Bedingungen für die Aufzucht ihrer Nachkommen. Und wenn jetzt effektive Mikroorganismen in der Einstreu, aber auch im gesamten Stallumfeld ja, eingesetzt werden, dann wird dieses Milieu aktiv gesteuert. Fäulnisprozess, wir erinnern uns an die Waage von eben, werden zurückgedrängt. Ne, die fäulniserregenden Mikroorganismen haben weniger Lebensraum, die positiven überwiegen. Und in dem Moment ist wenig Fäulnis bis gar nicht vorhanden, sodass die Fliegen ihre Population sich verringert, weil sie ihre Nachkommen dort nicht aufziehen können. Und wenn die Fliegenpopulation sich verringert, verringert sich häufig auch die Spinnenpopulation. Denn keine Fliegen im Stall ist auch nicht so attraktiv für Spinnen. Die leben ja schließlich davon. Ich bin auch ein großer Spinnenfreund. Ich trage jede Spinne liebevoll, die ich bei mir zu Hause finde, vor die Tür. Aber in einem hygienisch gefüllten Stall, muss man schon ganz ehrlich sagen, wenn da ganz viele Spinnen sind, sind da auch immer ganz viele Fliegen, also auch immer ganz viel Fäulnis. Den Spinnen kann man immer noch einen Lebensraum ermöglichen, vielleicht irgendwo an einem Geräteschuppen, wo keine Tiere wohnen, wo keine Pferde leben. Aber Hygiene in einem Stall bedeutet auch, dass man die Spinnenweben oben als eingezogene Decke nicht hängen lässt. Dann braucht man sich auch nicht um die Pferde sorgen, wegen ihrem empfindlichen Atemapparat, wenn nämlich permanent oben aus den Spinnenweben der Feinstaub auf die Pferdenase runterrieselt. Also Spinnenweben regelmäßig entfernen ist natürlich eine Maßnahme, das andere ist, den Lebensraum für Fliegen und damit für Spinnen weniger attraktiv zu machen durch die effektiven Mikroorganismen. Wenn jetzt Fäulnis und degenerative Prozesse durch die EMs zurückgedrängt sind, damit wird also auch der Entstehung von diesen Schadgasen wie Ammoniak, aber auch Schwefel, Wasserstoff und Methan entgegengesetzt. Sie werden eingedämmt. Die Art der Entmistung, also ich sage jetzt immer so salopp über die Einstreu sprühen, das spielt schon eine Rolle. Wir sehen hier auf dem Bild, deshalb habe ich das mal mitgebracht, ein so typische Wechselstreu, das ist jetzt 14 Tage alter Mist von einem Laufstall. Ich gucke mal, ob mein Zeichenstift geht. Da, ne? Ihr seht die roten Placken, ja, relativ viel Strohanteil auch noch, natürlich auch sehr viele Ausscheidungen. So eine Mist, also erstmal eine Matratze in der Box, ja, über 14 Tage, dann komplett ausgemistet, auf die Mistplatte gebracht. Das ist natürlich eine hervorragende Brutstätte für Fliegen, gar keine Frage. Ist jetzt auch aus einem Betrieb, der keine EM einsetzt. Wenn man eine EM über die Einstreu anwendet, muss man anders misten, als man es vielleicht bis jetzt früher gewohnt ist. Und zwar lässt man eine Matte sich entstehen. Und es ist auch völlig egal, welches Material man verwendet, ob das jetzt Leinstroh ist oder Späne ist oder auch normales Stroh. Es muss sich eine Matte bilden und man entnimmt nur noch die Pferdeäppel. Weil wir haben ja eben schon gelernt, der Urin ist fast steril. Also der spielt gar keine Rolle. Der trocknet auch ab und wenn doch noch Ammoniak entstehen sollte, wird er durch die EMs ja verstoffwechselt und eingedämmt. Jetzt gibt es natürlich die ganz unheimlich saure Schweinchen, die ständig die Box durchwühlen oder unheimlich viel pinkeln, das gibt es auch. Wenn jetzt eine Stelle so sehr absäuft, sag ich mal, ne, sehr nass geworden ist, zum Beispiel auch bei rostigen Stuten, dann sticht man diese Stelle aus, so wie als würde man da jetzt gleich ein Bäumchen reinpflanzen wollen, bringt die auf die Mistplatte, die kann da immer noch mikrobiologisch gut weiterarbeiten und füllt dieses Loch dann mit trockenem Material vom Rand wieder auf. Warum ist das Ganze so?
Ja, die Idee dabei ist ja die, dass möglichst viel Sauerstoff aus dieser Matte herausgedrückt wird. Das passiert schon dadurch, dass die Pferde drauf stehen, ja, durch ihr Eigengewicht, dass man nicht mehr die Matte durchwühlt, dass kein Sauerstoff mehr in die Tiefen kommt. Damit nämlich in der Einstreu im tiefen Bereich die anaeroben Mikroorganismen arbeiten können. Was ist das denn? Dazu kommen wir jetzt gleich. Also nur abäppeln, die nassen Stellen besprühen, drin lassen, die Matte wieder gerade ziehen. Und das muss auch nicht die Boxenmatte sein, ne, oder die Einstreu in eine Einzelbox. Das gilt auch für die Unterstände, für die Liegeflächen, wenn die dort mit einem Material eingestreut sind. Ein zweiter Punkt ist nicht nur die Einstreu in den Boxen, sondern auch vor allen Dingen die Ausläufe. Auslaufflächen in der Gruppenhaltung, wenn ja, Gott sei Dank immer mehr Gruppenhaltungen, auch die müssen gepflegt werden. Und das hat auch etwas mit Nachbarschaftspflege zu tun. Je weniger Großemissionen nämlich da sind und auch das Fliegenaufkommen verringert ist, umso höher ist die Akzeptanz in der Nachbarschaft. Viele Betriebe haben ja mittlerweile das Problem, sie gibt es schon recht lange, aber die Wohnbebauung in der Umgebung rückt immer näher, ja, damit es dort einfach nicht zu Missstimmungen kommt. Ich kenne auch Betriebe, die gar nicht unbedingt jeden Tag mit EM ihre Ausläufe, ihre Aktivstelle absprühen müssten, aber sie tun es dennoch, um ja jedes Geruchsaufkommen einzudämmen und die Fliegen zu reduzieren, damit sie mit ihrer Nachbarschaft keinen Ärger haben. Sehr schön ist es auch natürlich anzuwenden, wenn es sich wie hier zum Beispiel um Gummimatten handelt. Darunter sammelt nämlich sich ja sonst auch gerne die Ausscheidungen und fangen dann an zu stinken, dass man die regelmäßig absprüht. Und letztendlich hält auch jedes verwendete Material länger, weil über die Zeit ansonsten das ja angegriffen wird. Das kennt jeder über seine Stallschuhe, dass dann über die Jahre Misten in den Boxen, ne, immer auf die Mistplatte, den Mist abkippen, die Gummisohle sich förmlich auflöst. Kommen wir einmal zu dem nächsten Thema, und zwar Anwendungshinweise. Ich habe jetzt hier eine Bildung noch, Abbildung mitgebracht, ja, mit einem jungen Mann, der mit einer Rückenspritze die Ausläufe absprüht. Das kann man natürlich auch für die Boxen, die gesamte Stalleinrichtung so handhaben. Ja, das ist eine recht komfortable, auf dem Rücken zu schnallen. Sieht ein bisschen aus wie Ghostbusters. Es geht natürlich etwas kleinere, handlichere auch, die man dann sich nur so über die Schulter hängen kann. Das reicht aber völlig aus. Das muss überhaupt nichts Besonderes sein. Da reicht eine 20 € Rückenspritze aus dem Baumarkt. Wichtig ist, dass da vorher kein Pflanzenschutzmittel drin waren, sondern möglichst neu und sauber einmal mit Essig auswaschen und dann kann man die befüllen. Wie wende ich oder wie setze ich denn jetzt so eine EM-Mischung an? Also man kauft in der Regel oder setzt es selber an, vermehrt es selbst, ganz egal. Ein Konzentrat wird jetzt verdünnt. Und da gibt es die Empfehlung, wenn man komplett neu mit EM anfängt, dass man zunächst erstmal eine Grundreinigung macht. Und zwar unverdünnt, pur versprüht. Wir denken noch einmal zurück an die Waage. Wir haben vielleicht die Situation, dass wirklich deutlich degenerative Mikroorganismen zugange sind und dass man diese Waage erstmal ans Kippen bringt, dass man überhaupt das Milieu erstmal in die positive Richtung verschiebt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn man EM anwendet und denkt, es passiert nichts, es wird irgendwie nicht besser, dann mehr. Also hier hilft tatsächlich, viel hilft viel, sind nur ein Zeichen dafür, dass die Waage extrem ins negative Milieu verkippt ist, muss man am Anfang sehr viel einsetzen, später reicht es dann häufig noch Impulse zu geben und kann dann die Menge, die Häufigkeit etwas reduzieren. Grundreinigung zu Beginn und zweimal jährlich unverdünnt versprühen, das ist so diese klassische Zeit im Frühjahr. Oder auch im Herbst, wenn einmal alle Einrichtungen leer gemacht sind, die Pferde mal draußen sind, bevor sie wieder reinkommen, einmal unverdünnt anwenden. Schön die Ecken mit aussprühen, da sammelt sich gern am meisten. Ansonsten empfehlen wir für die Stallhygiene einmal wöchentlich bis täglich, je nachdem, wie stark die Geruchsbelastung eben ist, wie groß das Ausscheidungsvorkommen ist. Standardverhältnis in der Mischung ist immer 1 zu 10 bis 1 zu 20 mit Wasser verdünnt. Das ist jetzt ganz banal, ich möchte auch keinem zu nahe treten, aber es wird immer wieder gefragt, 1 zu 10, wie mache ich das denn? Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Verhältnis und Mischung. Also 1 zu 10, man nimmt am besten eine 5 Liter Rückenspritze, macht 4,5 Liter Wasser rein und kippt dann 500 Milliliter EM dazu. Warum nicht umgekehrt?
passiert mir auch immer wieder, weil es wahnsinnig schäumt. Und da kann es einem passieren, dass es überschäumt, dass es aus der Rückenspritze rausschäumt oder man auch nicht genau sieht, wo ist denn jetzt der Strich, wie viel habe ich denn schon drin. Wenn ich erst Wasser reinmache und merke, es ist zu viel Wasser, kann ich es auch einfach wieder abkippen. Ist zu wenig, kippe ich noch was zu, bis meine 4,5 Liter habe, fülle es mit 500 Milliliter auf. 1:20 ist dann entsprechend anders. Jetzt aber noch der Hinweis, man sollte diese Verdünnung immer frisch ansetzen. Also das Konzentrat, das hat eine gewisse Lagerfähigkeit, das sollte natürlich nicht bei Frost gelagert werden, auch nicht bei zu heißen Temperaturen. Irgendwo in der Sattelkammer ist das schon in Ordnung. Aber diese Verdünnung muss frisch angesetzt werden und möglichst noch am selben, spätestens am nächsten Tag verbraucht. Und wenn ich jetzt merke, ich brauche aber keine 5 Liter, ja, so viele Pferde habe ich nicht, dann muss ich natürlich entsprechend runterbrechen, damit nicht so viel übrig bleibt. Ich habe mit mehreren Praxistests, komme ich immer ungefähr so mit 200 Milliliter Mischung pro Pferd und deren seinen Lebensraum hin. Für die Ausläufe kann es dann nochmal ein bisschen Zuschlag geben, weil das ist so ungefähr eine Faustgröße, dass man weiß, okay, bei einer 5-Liter-Spritze komme ich mit 25 Pferde hin, habe ich mehr, muss ich vielleicht noch eine zweite ansetzen. Das gilt halt nicht nur für die Einstreu und die Bodenbelege, sondern für alles. Also auch Tränke, Tröge, Utensilien, Sattelzeug, Trenzen, ne? Alle Mistboys, Appleboys, Forken, Schubkarren, alles ruhig mal auch mit jetzt warmes Wasser nehmen, damit kann man besser dann auch selber putzen, schrubben, aber erst einwirken lassen. Ungefähr eine halbe Stunde brauchen die Mikroorganismen, dann löst es sich auch wunderbar ab. Dann kann man diese hartnäckigen Belege zur Not auch mal pur behandeln, aber ansonsten 1 Liter warmes Wasser nehmen, 200 Milliliter EM dazu und dann eigentlich ordentlich mal putzen. Denn gerade auch in den Trögen sammelt sich ja in den Ecken so diese schöne Mischung aus Futterbrei und Speichel. Ne? Der kriegt dann irgendwann so die Konsistenz von Zement. Auch da macht es keinen Sinn, sich über schöne Box oder eine regelmäßig gemistete Box Gedanken zu machen, wenn die Pferde permanent ihr Futter aus diesen verdreckten Trögen ausnehmen müssen. Für die Tränke ebenso. So, warmes Wasser, nicht kochend, habe ich auch schon mal gemacht, Gedanken verloren, einfach mal heißes Wasser aufgesetzt, die Ems reingekippt, mich gewundert, warum es nicht sauberer wird. Effektive Mikroorganismen sind Lebewesen und die sterben über 40 Grad, nicht alle, aber ein Teil stirbt dann ab. Dann lässt natürlich die Wirkung nach oder tritt gar nicht ein. Also wenn man mit Wärme arbeitet, nicht über 40 Grad. So, wir haben jetzt unsere Mikroorganismen schon in unserem Stall, in der Stallhygiene eingesetzt und jetzt wollen wir uns anschauen, welche Wirkung sie denn jetzt im Pferdemist haben. Pferdebetriebe können nämlich mit EM in ihrem Pferdemist ein ganz entscheidendes Problem lösen und das ist die teure Mistentsorgung. Wir müssen aber, um aus diesem bisher betrachteten Abfallprodukt Mist einen wertvollen Wirtschaftsdünger zu machen, darüber Gedanken machen, wie wir diesen Pferdemist lagern. Also ganz konkret auf der Mistplatte, auf der Dunklege, wie wird der gelagert? Ja? Wenn wir EMs einsetzen und diese positiven Effekte nutzen, können wir eben nicht nur die Entsorgungskosten reduzieren oder sie fallen sogar fast ganz weg, sondern auch Düngekosten verringern, vor allen Dingen den Einsatz von synthetischen Düngemitteln und die Pferdeweiden, wenn wir ihn dann dort als Dünger aussetzen oder einsetzen, auch strukturell verbessern. Wie das geht, zeige ich gleich. Die Art und Weise der Lagerung des Mistes hat einen Einfluss auf die Biologie, auf die mikrobiologischen Vorgänge und damit auf seine Düngewirkung. Ich möchte einmal nochmal einen kurzen Exkurs machen in unsere Haushaltswirtschaft. Jeder hat bestimmt vielleicht schon mal einen Weißkohl gekauft. Nicht jeder hat schon Sauerkraut gemacht, aber schon mal einen Weißkohl gekauft. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie kaufen einen Weißkohl und schneiden ihn in der Hälfte durch. In der Mitte durch. Und die eine Hälfte legen sie oben auf den Küchenschrank und vergessen die. Und die andere Hälfte tun sie in ein Holzfass, kommt noch ein bisschen Salz mit rein und dann wird das zugemacht und dann kann das vor sich hinarbeiten. Dann haben sie über die Zeit aus diesem halben Weißkohl Sauerkraut gemacht. Das ist nämlich eine Milchsäurebergärung, ja, ist eine Art der Konservierung. Das gucken wir uns nach 3 Monaten an und dann gucken wir uns auch mal den Weißkohl auf dem Schrank an. Den möchte bestimmt keiner mehr essen. Und das ist das, was dort passiert, nämlich auch bei dieser Mistlagerung. Es ist Faulnis, es ist Oxidation. Und zwar wird dieser Mist eben einfach so ganz
wahllos großflächig abgekippt. Das ist ja manchmal auch in Pensionsbetrieben ein Problem, wo die Einsteller selber misten können. Da wird dann gegebenenfalls am Ende des Tages, manchmal aber auch erst nach mehreren Tagen, der Mist mal mit dem Radlader wieder hochgeschoben. Bis dahin hat aber sehr viel Oberfläche Kontakt mit dem Luftsauerstoff. Und damit fühlen sich nun vor allem Bakterien vor, wohl Mikroorganismen, die mit Sauerstoff oder die Sauerstoff benötigen für ihren Stoffwechsel. Es kommt dadurch zur Oxidation. Folge von Oxidation ist immer, es entwickelt sich Wärme. Das ist so die berüchtigte Heißrotte. Die wird auch immer gern dann so propagiert. Problem ist aber bei der Heißrotte, dass nicht nur Energie verloren geht, die wird dann einfach in die Umgebung abgegeben, sondern dass sich auch im Inneren die Temperaturen so hoch steigen, sie dampfen ja richtig immer diese Mistplatten, dass viele Mikroben absterben. Das ist zum Teil gedacht, gewünscht, ist aber für die Humusbildenden katastrophal, weil die sterben dabei auch ab. Wir haben also letztendlich dann einen Mist, der ist verrottet, das Volumen ist viel, viel kleiner als das Ausgangsmaterial, ist aber auch viel energieärmer und die Effekte auf den Feldern, die sind wirklich überschaubar. Wenn man das dann als Dünger ausbringt, dann bringt man ja auch die aeroben Mikroorganismen mit auf die Flächen und hat einen sehr niedrigen Energiewert. Wie sieht denn jetzt die ideale Mistlagerung für Humusaufbau auf? Das ist nämlich unsere Zielsetzung. Wir wollen Humus aufbauen durch den Einsatz mit EM. Das ist der berühmte Stapelmist. Dieses Bild habe ich in der Schweiz aufgenommen. Da hat man nämlich die Situation wenig Platz für relativ viele Flächen gesehen für die Schweiz und auch noch viel altes Wissen, muss ich sagen. Das ist aber in Deutschland auch noch vertreten, keine Frage. Denn diese Art dieses Stapelmistes, die wurde früher viel, viel häufiger praktiziert, als es heute ist. Ja? Dabei wird nämlich das Mistvolumen, also die Mistoberfläche, so klein wie möglich gehalten, damit die Kontaktfläche zu Sauerstoff, also kleine Grundfläche, bei maximaler Stapelhöhe. Und der Mist wird maschinell auch verdichtet. Da wird zum Teilweise richtig wie beim Silo machen, mit dem Radlader draufgefahren, damit so viel Sauerstoff wie irgend möglich rausgedrückt wird. Das ist das Ziel dabei. Biologisch korrekt gesprochen ist es kein komplett anaerobe Kostierung. Dafür müsste man da jetzt einen Deckel drauf machen. Das macht man ja zum Beispiel, wenn man Bokashi herstellt. Man kann kleine Pferdemistmengen, das ist sowas für Privathalter, 4 bis 6 Pferde auch wirklich in Mülleimertonnen wie Bokashi unter Luftsauerstoffausschluss fermentieren. Keine Frage. Bei größeren Mengen mit Mistplatten arbeiten, funktioniert dieser Stapelmist gut. Und dabei hat man eben nicht nur ein, sondern 2, 3 nebeneinander, damit der eine, der voll ist, ruhen kann, wenn in der Zeit der nächste wieder gefüllt wird. Habe ich immer nur eine Mistlege, habe ich das Problem, dass das jüngste Material ebenso mit ausbringe, wenn ich den Mist abfahre. Also möglichst immer mit mehreren Stapelmist-Grundflächen arbeiten. So, dieser Pferdemist, da arbeiten jetzt vor allem eben sauerstoffarm liebende Mikroorganismen, sogenannte Anaerobe. Und dadurch wird der Pferdemist eben nicht heiß, weil keine Oxidation stattfindet, sondern eher ein Prozess der Fermentation. Und dieses positive Milieu kann ich, was jetzt schon natürlicherweise sowieso vorhanden ist, mit in die EM eben noch unterstützen. Und da gibt es jetzt 2 Ausgangssituationen. Entweder bringe ich mit der Einstreu aus der Box für die Stallhygiene die EMs schon mit, oder wenn ich da mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin oder sie auch noch gar nicht eingesetzt habe, ist das aber jetzt ein guter Zeitpunkt, immer beim Aufschichten, beim Verdichten des Pferdemistes die EM noch nachträglich mit dazu zu tun. Die Erfahrung, und da kann ich wirklich nur aus eigenen Erfahrungen sprechen, auch zeigt, dass dieser Mist sich unheimlich gut aufbringen lässt. Also unser Lohnunternehmer, der dann mal mit seinem Miststreuer kommt, der sagt immer, das ist ja, als ob ich Blumenerde aus dem Gartencenter ausbringe. Ja, da ist so eine feine, erdige Struktur schon auf der Mistplatte. Ich muss dazu sagen, wir verdichten die auch nicht maschinell, sondern wir haben Ziegen. Das sind unsere besten Mitarbeiter zum Mistfesttrampeln und Feststampfen. Ja, und der Lohnunternehmer ist auch deshalb immer begeistert und gerne bei uns, weil er seinen Miststreuer in kürzester Zeit sauber kriegt. Da klebt nichts, da bleibt nichts hängen. Es fliegt alles ganz locker und hinten raus. Dieser schlecht, eher nicht optimal gelagerte Pferdemist aus der Abbildung davor, ich gehe nochmal zurück. Wenn man sich vorstellt, er hat jetzt eine lange Kompostierdauer, meistens viel länger als ein halbes Jahr, teilweise erst ein Jahr, bis zu einem Jahr, dass man ihn eigentlich ausbringen könnte. Häufig wird er dann doch schon aus
Lagerkapazitätsgründen früher ausgebracht. Und da sieht man dann immer die großen Strohplatten, die dann noch lange Zeit auf den Feldern liegen, weil dieses Material kann das Bodenleben erstmal überhaupt nicht verarbeiten. Das fault dann erstmal vor sich hin. Warum möchte ich denn überhaupt organisch düngen mit Pferdemist? Bei der Recherche bin ich über dieses Zitat vom Umweltbundesamt gestolpert, die klar sagen, dass die Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten einfach Spuren hinterlassen hat. Es ist neben Ertragssteigerung, Gewinnoptimierung natürlich auch immer der Einsatz der schweren Maschinen, die Bodenverdichtungen zur Folge haben. Und wir wissen es selber aus den klimatischen Situationen in den letzten Jahren, viel höhere Gefahr der Wasser- und Winderosion. Der Boden hat einfach keine Möglichkeit mehr, das Wasser zu halten. Ja, mir graut es schon ein bisschen, wenn jetzt die ersten starken Regenfälle wieder einsetzen, unser furztrockener Boden da draußen. Da kann man sehen, wie das Wasser oberflächlich abfließt in die Kanalisation und es kommt im Grundwasser nicht mehr an. Ja. Verschlechterung der Eigenschaften des Bodens hat immer einen Verlust der Bodenfruchtbarkeit zur Folge. Was bedeutet das? Es gibt ein schönes Video, wir können Ihnen hierzu mal den Link zeigen oder den Link dann empfehlen, gleich mit reinschreiben, einfach in der SWR-Mediathek mal googeln, was der Boden braucht. Das ist eine schöne Animation, einfach und gut erklärt. Ich erkläre es Ihnen jetzt einmal mit meinen Worten. Was bedeutet der Verlust der Bodenfruchtbarkeit? Der bedeutet, dass der Humusgehalt und damit eben das Bodenleben drastisch reduziert sind. Zuckt ja mancher mit den Schultern und sagt, ja und? Ja, wir alle auf dieser Welt, auf dieser Erde, leben von 5 bis maximal 5 cm Mutterboden. Wenn der weg ist, weggeschwemmt, weggespült, weggeflogen, ja, sämtliche Sandstürme, da fliegt Humus weg. Wenn es immer heißt, die Autobahn ist gesperrt, Sandsturm, ja, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich Ernährungsprobleme. Dann kriegen wir in Zukunft alles, was wir brauchen für unsere Bevölkerung, auch für die Natur an sich, nicht mehr satt. Wenn dieses Bodenleben so stark reduziert ist, so inaktiv ist, dann haben wir den Zustand, dass eher schwache und krankheitsanfällige Pflanzen dort wachsen, die wiederum dann Pflanzenschutzmittel benötigen, um auch synthetische Düngemittel, um überhaupt noch versorgt zu werden. Es setzt also so ein negativer Kreislauf an. Der wird auch leider immer schlechter, der wird immer schneller. Wenn ich jetzt regelmäßig organische Substanz zufüge und eben nicht anorganisch, also in Form von synthetischen Düngemitteln, sondern organische Substanz, dann kann ich diesen degenerativen Prozess zumindest stoppen und bestenfalls umkehren. Das ist unser Anliegen. Jedes organische Material wird in der Natur über die Zeit, mal länger, zu Humus umgewandelt. Ja? Aber auch nur, wenn ausreichend Bodenorganismen da sind. Ja? Beides brauchen wir also immer zusammen. Ist das Bodenleben schon per se zu schwach, dann haben sich bereits viele degenerative Mikroorganismen ja durchgesetzt. Dann nützt es auch nichts, wenn ich meinen organischen Dünger ausbringe. Deshalb immer beides, an beides denken, organischen Material zum Humusaufbau ausbringen und das Bodenleben verbessern, in dem Fall jetzt auch durch den Einsatz von effektiven Mikroorganismen. Dieser bis eben schon dargestellte semi-anaerobe, kompostierte Pferdemist von unserem Stapelmist, der empfiehlt sich also zur Grünlanddüngung von selbst. Warum soll man den nicht selbst auf seinen eigenen Betriebsflächen als Dünger einsetzen? Denn wir haben ja jetzt den schon mit unserem wertvollen Mikroorganismen angereichert, so wie wir uns das gewünscht haben, und der natürliche Kreislauf kann sich dann schließen. Betriebe, die das schon längere Zeit machen, berichten uns immer wieder, dass ihr Einsatz an synthetischen Düngemitteln stark zurückgegangen ist, fast überhaupt nicht mehr erforderlich ist. Also das kann man natürlich auch über die Zeit mit Bodenproben entsprechend nachhalten, um dann eben nachzujustieren oder die Entscheidung zu treffen, sind nicht mehr nötig. Die Anwender konnten ebenfalls auch berichten, dass der vielfach befürchtete Parasitendruck nicht da ist, weil wir haben ja hier einen Fermentationsvorgang auf der Mistplatte. Die Mikroorganismen lassen ja unsere positiven gar keine degenerative Situation mehr zu, in der sich normalerweise die Larven und die Eier nämlich sehr wohlfühlen, so ähnlich wie bei den Fliegen.
Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich der Immunstatus der Pferde, der immer entscheidend darüber ist. Und wir kommen dann noch zu dem Einsatz von eben im Pferd. Wie gesund ist das Pferd? Wie gut ist seine Darmschleimhaut? Wie gut kann es denn einem Befall mit Pferdeparasiten etwas entgegenwirken? Wenn man aber Zweifel hat, empfiehlt es sich, aus diesem kompostierten Pferdemist Kotproben zu entnehmen, um dann eben zu schauen, kann ich den guten Gewissens auf meinen Pferdeflächen ausbringen oder nicht. Wir in unserem Betrieb profitieren davon, dass wir Pferde- und Rinderzucht haben. Damit haben wir eine gute Möglichkeit, diesen Kreislauf immer zu durchbrechen. Die laufen auch gemeinsam auf den Flächen. Das ist natürlich eine ideale Lösung und auch eine kluge. Ich sage, selbst Zoos und Tierparks sind heute schon längst auf die Idee gekommen, Habitate abzubilden, Gehege, wo Tiere zusammenleben, die auch in der Natur zusammenleben. Das machen wir ja nicht nur, dass wir Zuschauer ein bisschen mehr Tiere auf einer Fläche sehen können, wir Besucher, sondern vor allen Dingen, weil die ja auch untereinander miteinander interagieren. Sei es denn auch, um diese Reinfektionskreisläufe mit den Würmern zu durchbrechen. So, und das nächste Thema, wir sind jetzt auf der Pferdeweide angekommen. Auch für die Pferdeweide können uns effektive Mikroorganismen sehr hilfreich sein. Denn so eine Pferdeweide muss schon verdammt viel aushalten. Pferde sind ja Fluchttiere, wie wir alle wissen, Herdentiere. Das heißt, wenn irgendwo etwas Aufregendes ist, setzt sich in der Regel die ganze Herde in Gang und nimmt überhaupt keine Rücksicht auf die Grasnarbe. Ja, die Trittbelastung ist extrem hoch, viel höher als bei manch anderen Tierarten. Sie sind selektive Fresser, sind sehr wählerisch, es wird nicht alles gefressen und sie haben auch einen sehr tiefen Verbiss. Also sie setzen auch so einer Grünpflanze unheimlich zu. Jetzt ist es zum einen natürlich eine Frage des Weidemanagements, zum anderen ist es aber auch der Punkt, dass Pferdebetriebe ja offene Diskrepanz haben. Also sie haben da nicht genug Weidefläche oder sie haben nur sehr wenig Weidefläche und sehr viele Pferde. Ja. Und immer diese Kombination zu dieser sehr intensiven Nutzung der Pferdeweiden birgt auch Risiken in sich. Wir müssen jetzt hier einmal kurz drauf eingehen, damit wir letztendlich nachher wissen, warum uns die EMs dabei helfen können. Zum einen ist es die Ansaat mit Hochleistungsgräsern. Wir haben eben schon gehört, Trittbelastung ist groß, deshalb heißt in der Pflanzenzucht viele sehr Hochleistungsgräser, werden auch gerne auf Pferdeweiden eingesetzt, weil die sehr trittbeständig und widerstandsfähig sind. Ja, die halten eine ganze Menge aus. Diese Hochleistungsgräser sind aber ursprünglich nicht für Pferde gedacht, sondern vor allen Dingen für ganz starke leistungsbringende Tierarten, wie zum Beispiel Rinder. Sie haben nämlich sehr hohe Eiweiß- und Energiegehalte und wir alle wissen als Pferdemenschen, dass nicht jeder Pferdetypus das gut verträgt, im Gegenteil. Viele Stoffwechselprobleme, Erkrankungen und jetzt auch ganz aktuelles Thema wieder, ne? Jedes zweite Pferd ist zu fett, die Tierärzte warnen, ja, bis hin zu Todesfolgen, sie haben auch nicht ganz Unrecht. Also die Gefahr von Adipositas ist bei dieser permanenten Überversorgung natürlich ebenfalls gegeben. So, das ist das Risiko, zum einen, wenn jetzt vor allen Dingen mit Hochleistungsgräsern eingesät wird. Warum das getan wird, haben wir ja eben erläutert und können das auch irgendwo nachvollziehen. Zum anderen sind es aber auch das Risiko der Pflanzengifte, also besser gesagt der Endophyten. Endophyten sind Pilze, die leben erstmal in Symbiose mit ihrer Pflanze. So im gegenseitigen Einvernehmen und hilfreich. Sie werden von der Pflanze mit Wasser versorgt und mit Nährstoffen und dafür hilft der Pilz der Pflanze in extremen Situationen zu überleben. Und zwar produzieren sie Giftstoffe. Die schützen die Pflanze dann vor Parasiten, Krankheitserregern. Klingt ja erstmal ganz gut für die Pflanze. Diese erstmal natürliche Situation ist natürlich für die Pflanzenzucht von besonderem Interesse gewesen. Man hat dort viel geforscht und ganz gezielt Pflanzen, diese Endophyten eingezüchtet oder, wenn sie sowieso schon vorhanden waren, ihre Gehalte drastisch erhöht, um sie natürlich, wie gesagt, weniger krankheitsanfällig zu machen. Dadurch entwickelt sich aber die Situation, dass je nach Genetik von Pilz und Pflanze, ja, oder auch den Bedingungen, unter denen sie leben, also wie viel Stress die Pflanze hat, zum Beispiel durch tiefen und starken Verbiss, die Endophyten einen ganzen Cocktail an Giften produzieren, der für unsere Pferde ebenso giftig ist. Und das ist so eine Anschoppung, ja, also die Pferde, die Endophyten, diese Giftsituation, die sammelt sich im Pferd über die Zeit an und wird immer dramatischer.
Auf den Flächen haben wir jetzt die Entwicklung, dass eine Weide, die durchaus erstmal sehr artenreich gewesen sein kann, immer mehr verarmt. Nämlich dann, wenn wir eine starke Beweidung haben. Ja, also viele Pferde, wenig Fläche, hohe Trittbelastung, der Boden sich verfestigt, ne, nicht mehr so viel aktives Bodenleben da ist. Auch mangelhafte Düngung, dass überhaupt die Bodenstruktur immer geringer wird, verändert den Pflanzenbestand. Und zwar eben von artenreich zu artenarm. Weil mit dieser Situation, mit dieser extremen Situation, kommen vor allem die Pflanzen zurecht mit den aktivsten Endophyten, die wiederum aber gleichzeitig die schlechtesten wie die Pferde sind. Diesen Gefahren bewusst reagiert natürlich auch der Markt und hat so spezielle Saatmischungen für Pferdeweiden herausgebracht. Die sind dann so ganz grob eher Zucker- und Endophytenarm. Ne? Diese extensiven endophytenarmen Grassorten sind aber erstmal weniger auf Widerstandsfähigkeit gezüchtet worden. Ja, dementsprechend reagieren sie auch sehr empfindlich wieder auf Übernutzung, sind also vorrangig fast nur für sehr extensiv genutzten Weideflächen geeignet. Sie steigt aber jetzt die Nutzungsrate, also sowohl in Anzahl der Pferde als auch über die Zeit, dann werden natürlich langfristig gesehen aus dieser Saatmischung wieder nur die Pflanzen sich durchsetzen können, die dem das entgegensetzen können, also die weniger stressanfällig sind. Wenn das dann die Hochleistungsgräser sind, die immer meistens zu einem gewissen Anteil in den Saatmischungen auch mit enthalten sind, dann haben wir über die Zeit aus einer endophytenarmen Weide plötzlich wieder eine endophytenreiche gemacht. Es wäre also nötig, permanent immer wieder neu einzusehen, damit diese Weide endophytenarm verbleiben kann. Das ist natürlich auch eine Frage des Managements, ja, überhaupt. Deshalb ist hier schon klar, dass nicht nur eine Lösung es geben kann, sondern immer das Gesamte im Blick behalten werden muss, damit man eine geeignete Futtergrundlage für die Pferde schaffen kann. Mich hat zum Nachdenken gebracht die Situation, dass selbst wenn man eine Saatmischung nimmt, die überhaupt keine Hochleistungsgräser enthält, ganz kräuterreich ist, wunderbar nur sehr energiearme Grassorten hat, auch hier Anwender immer wieder berichten in der Praxis, dass doch über die Zeit auch die anderen wieder vorkommen. Da ist es nämlich auch eine Frage, mit welchem organischen Dünger wird denn gedüngt? Ganz üblich ist in der Praxis zum Beispiel, dass man sein Pferdemist dem Bauern gibt und der wiederum bringt seine Rindergülle auf die Pferdeweiden. Er bringt aber damit auch Gülle von Nutzungsräumen, Lebensraum, die eigentlich nicht die gewesen sind, wo vorher die Pferde drauflaufen. Respektive gegebenenfalls auch Keime, also jetzt Saatkeime, die dann unter Umständen auf den Flächen auch wieder zum Ausblühen kommen. Also sie können über, ist eine Möglichkeit, über fremden organischen Dünger, sei es jetzt auch in Gülleform oder auch Festmist, durchaus auch wieder Gräser auf ihre Flächen bringen, die sie ursprünglich da gar nicht hatten. Noch ein Grund mehr, in dem eigenen Betriebskreislauf zu verbleiben. Die effektiven Mikroorganismen auf der Pferdeweide, jetzt ausgebracht, haben also eben den Vorteil, dass wir die Gräser mehr vor Stress schützen können. Es entwickeln sich dadurch weniger Nischen, wo nur einige wenige Pflanzen, in dem Fall eher die unerwünschten, sich wohlfühlen und gedeihen und sich vermehren. Das gilt dann auch für Unkräuter, ne, Kräuter am falschen Ort und natürlich vor allem erst recht für Giftpflanzen, ja, Jakobskreuzkraut und ähnliches, sondern wir schaffen Bedingungen, die jetzt für alle gleichermaßen gut sind. Das ist das Ziel dabei. Wenn ich jetzt EM auf Pferdeweiden ausbringen möchte, wie mache ich das denn ganz praktisch? Also ein geeigneter Zeitpunkt ist dafür immer die Flächenkompostierung beim Mulchen. Dass man mit einem Kombimulcher beispielsweise über eine Spuleinrichtung die EMs direkt über das Mulch gibt. Ja, man kann ja fast zugucken, wie über die nächsten 2 Tagen ein möglichst aktives Bodenleben dieses Mulch in sich aufnimmt. Ne? Die Regenwürmer kommen hoch, ziehen den ganzen Mulch mit in die EMs, mit in den Boden. Und dadurch hat man den Vorteil, dass die EM, die ihre eigenen Stoffwechselprodukte, was nämlich in dem Fall Vitamine, Spurenelemente und Antioxidantien sind, in das Bodenleben hinzufügen und die schon positiv vorhanden stärken, anspornen, in diesem Milieu sich weiter auszubreiten. Ein guter Boden zeichnet das aus, ne? Dass wir Verbesserungen des Wasserhaltevermögens vor allen Dingen haben, der Boden gut durchlüftet ist und auch die Bodenverdichtung damit vermieden werden. Mulchen ist sowieso eine ganz wichtige praktische Tätigkeit zur Weidepflege, der man noch viel mehr Beachtung schenken sollte.
Der Regenwurm, der sich dann mal nachher in der SWR-Mediathek vielleicht noch als Nachsatz ist und 3 Minuten Animation den Film anguckt, warum, was der Boden braucht, das ist ja so der Sinnbild des lebendigen Bodens. Auf gut Deutsch, wenn wir den nicht füttern, dann kann er auch seine wertvollen verdauten Ausscheidungsprodukte dem Boden nicht zufügen. Wenn der erstmal abwandert, dann ist der Boden so gut wie tot. Kommen wir zurück zu einem positiven Kreislauf, nämlich also den Nahrungskreislauf jetzt speziell für Pferde. Ja, ein aktives Bodenleben mit hoher Bodenfruchtbarkeit fördert natürlich vitale und gesunde Pflanzen, die sich alle gleichermaßen kräftig entwickeln und damit auch das Artenreichtum des Grünlandes erhalten bleibt. Ja, wir brauchen mehr Artenreichtum und weniger Monokultur auf den Pferdeweiden. Völlig unabhängig erstmal davon, ob da auch Raufuttergewinnung stattfindet oder reine Weideflächen sind. Vitale Pflanzen wiederum können natürlich dann eine gesunde Futtergrundlage für unsere Pferde sein. Der nächsten betriebseigenen Kreislauf, wenn wir den jetzt weiterverfolgen, also von dem Pferde, von dem Stallklima zum Pferdemist, zur Pferdeweide als Dünger, ist jetzt der Einsatz gezielt in der Fütterung, in der Raufutterwerbung speziell. Wie kann ich jetzt die Futterqualität durch EMs verbessern? Zunächst einmal müssen wir darüber sprechen, was ist eigentlich Futterqualität? Ja, Futterqualität ist immer der Grad an Verunreinigung und der Gehalt an krankmachenden pathogenen Keimen. Es sind häufig Fehler in der Lagerung, also zum Beispiel bodenlastige Lagerung, ja, wo Feuchtigkeit in die Beilen mit einziehen kann und damit entsprechend auch unerwünschte Prozesse in Gang setzen, wie natürlich vor allem auch schon Fehler während der Ernte. Dazu gehört zum Beispiel der Schnittzeitpunkt. Ja, also wenn sehr, sehr später Schnittzeitpunkt gewählt wird, ein Großteil der Halme schon abgeknickt und auf dem Boden liegt, dann gibt es dort auch sehr viele Fäulnisprozesse, auch schon Verpilzung. Ne, man schon sagt, es ist auf dem Feld schon verpilzt. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch die Schnitthöhe. Je tiefer ich schneide, umso mehr riskiere ich natürlich auch, dass vor allen Dingen Erde, Sputz, damit auch dann die dort befindlichen Mikroorganismen in den Ballen mit einbringe. Das sind so Qualitätskriterien und deren Fehler schon bei der Werbung. Es ist dann aber auch ein Mangel in der hygienischen Beschaffenheit, der sich ja nicht nur durch das Vorhandensein von Hefepilzen, sondern vor allen Dingen von Schimmelpilzen zeigt. Ja. Schimmelpilze sind zunächst erstmal sind die Sporen der Schimmelpilze überall. Also die sind komplett überall in uns und die sind für uns auch nicht sichtbar. Aber bereits diese Schimmelpilzsporen können bei sehr empfindlichen Pferden schon zu Atemwegsproblemen führen. Ja. Dann durch bestimmte Bedingungen, das ist Temperatur, das ist Feuchtigkeit, entwickelt sich dann aus den Sporen so kleine Fäden, ja, was wir dann optisch aber als Schimmel erkennen können. Also vielleicht mal wieder zu eigenen biologischen, experimentellen Zwecken, mal wieder die Toastbrotscheibe um auf den Küchenschrank legen, mal eine Weile warten, kann man auch schön Brotschimmel sich angucken. Um den geht es aber jetzt hier nicht, sondern um den Schimmelpilz bei Pferden. Wir haben also festgestellt, die Sporen sind problematisch. Der Schimmelpilz selbst, der zu Atemwegserkrankungen führen kann und häufig eben auch Allergien. Ne? Mein Pferd hat Heuallergie. Das Anführungszeichen heißt, es ist komplex. Natürlich hat es eine Heuallergie, aber was noch dramatischer ist, sind die Schimmelpilzgifte. Auch hier entwickelt nämlich der Pilz als sekundäres Stoffwechselprodukt Mykotoxine. Myko ist wieder ne? Pilz, Toxin, toxisch, ist schon mal alles giftig, ist nicht gut. Diese Mykotoxine, die können bei Pferden zu schweren Leber- und Nierenerkrankungen führen, natürlich auch Verdauungsprobleme, also Koliken auslösen und sogar endokrinologisch über den Hormonhaushalt die Fruchtbarkeit stören oder schädigen. Es ist völlig utopisch, jetzt zu versuchen, 100% mykotoxinfreies Futter herzustellen. Es funktioniert nicht. Es geht aber immer darum, die Gesamtmenge an Mykotoxinen in der Futter Gesamtmenge so zu reduzieren oder so gering wie nur irgend möglich zu halten. Der Schimmelpilz ernährt sich übrigens nicht nur von Kohlenhydraten und Eiweißen, sondern auch von Fetten. Ne? Das sehen wir dann immer, wenn wir in unsere Sattelkammer schauen, bei entsprechenden klimatischen Bedingungen und unsere Lederzeug schön fein mit Schimmel überzogen ist, was übrigens weniger bis gar nicht mehr auftritt, wenn man regelmäßig sein Lederzeug mit EM einsprüht. Ich spreche da aus Erfahrung und ich putze überhaupt nicht gerne mein Lederzeug. Muss ich jetzt auch nicht mehr, ich kann ja jetzt sprühen.
So, wir wollen also den Schimmelpilzentwicklung etwas entgegensetzen. Und da ist die Möglichkeit, bei der Rauffutterwerbung an zwei Zeitpunkten zu agieren. Das eine ist nämlich beim Schwaden und das andere ist beim Pressen. Warum ist das so entscheidend? Ich möchte auch mal ein bisschen die Lanze für die Landwirte brechen. Sie sind ja, machen ja selbst Landwirtschaft, machen auch selber Futter. Den optimalen Schnittzeitpunkt zu treffen. Ja, wie man sich das immer so wünscht, optimales Pferdeheu, Mitte bis Ende der Blüte, ist nicht immer einfach. Denn zum einen sind es Lohnunternehmen, von dessen Kapazitäten man vielleicht abhängig ist. Zum anderen ist es natürlich auch das Wetter, was immer mitspielen muss. Und deshalb muss man ganz vorausschauend entscheiden, wann mähe ich denn überhaupt und wie lange braucht dann das Heu beispielsweise, um aus den Flächen zu trocknen. Im Durchschnitt sind es etwa 2 bis 3 Tage, je nach Region mal etwas kürzer oder auch etwas länger. Ja, deshalb ist Heu immer ein bisschen schwierig, den optimalen Schnittzeitpunkt vom Wetter her einzuhalten und auch dann die Entscheidung zu treffen, mache ich Heu oder mache ich vielleicht Heulage. Heu hat auch eine viel stärkere Bearbeitung in der Regel vonnöten, also muss man häufiger vielleicht kreiseln, was wiederum die Bröckelverluste erhöhen kann und auch diese mechanische Bearbeitung des Grüngutes auch immer damit zu tun hat, dass man ja auch immer wieder ein bisschen Sand, Erde, Keime mit in das Grüngut mit einbringt. Auch bei dem Heu ist es auch so, dass mit diesem zunehmenden Trockenmassegehalt auch immer ein bisschen die Gefahr ist, habe ich schon gesagt, dass die Bröckelverluste groß sind. Das klingt jetzt so banal, aber das ist eher Bröckelverluste heißt, ist das, was ich eigentlich am meisten haben möchte, nämlich Mitte der Blüte, ja, vor allen Dingen die Blüten, die auch dann ja das Heu erst sehr hochwertig machen. Ne? Was ist jetzt bei Heulage ein bisschen anders? Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zu entscheiden, das Wetter schlägt um und ich wickel ein und mache Heulage drauf, dann habe ich immer noch die Chance, möglichst eine etwas bessere Heulage zu werben als ein schlechteres Heu. Und auch da können EM hilfreich sein, kommen wir gleich zu. Und die Arbeitsgänge sind bei der Heulage in der Regel etwas geringer und damit auch das Risiko der Verschmutzung. Aber egal, wofür ich mich entscheide, in beiden Fällen kann ich beim Schwaden, so ist es hier auch auf der Abbildung zu sehen, da ist an die Front von dem Schlepper eine Sprüheinrichtung montiert, die jetzt über das frische Schwad die EMs ausbringt. Ja, hier sieht man, das wird geschwadet. Das hat natürlich große Vorteile, dass es jetzt anders als beim Pressen, noch so ein bisschen mehr zum Wirken kommen kann, sich noch besser verteilen kann. Mikroorganismen, egal ob EM oder nicht, brauchen immer viel Oberfläche, ja, dass sie sich überall anheften können. Das ist beim Schwad immer fast noch ein bisschen vorteilhafter als beim Pressen, aber es geht natürlich auch beim Pressen. Beiden Fällen muss ich Heuballen so gut wie nur irgend möglich verdichten, damit auch hier so viel Sauerstoff, wie es irgendwie geht, herausgepresst wird für die Haltbarmachung. Wenn wir noch einmal ein bisschen auf die Heuernte ein, auch hier wollen wir ja die Gefahr der Schimmelpilzentwicklung verringern. Bei der Heuernte besteht ja eben die Kunst darin, über das Wetter und die klimatischen Verhältnisse genügend Trockenzeiten zu gewährleisten, damit ich maximal 13% Feuchtigkeit noch im Trockengut habe, wenn ich das einbricke. Also umgekehrt gesprochen 86 bis 87% Trockensubstanzgehalt. Nur dann ist dieses Heu lagerfähig. Bringe ich das mit einem höheren Feuchtigkeitsgehalt ein, riskiere ich immer den Verderb oder sogar auch die Selbsterhitzung. Wenn ich jetzt bei der Heuernte, wie eben schon mit dem Bild gezeigt, zum Beispiel beim Schwaden, die Ems direkt aufbringe, kann ich die Gefahr von Schimmelpilzbefall senken und auch möglicherweise eine Chance damit den Pferden geben, die bis dato auf Heu mit allergischen Reaktionen, also auf Schimmelpilzsporen und Schimmelpilz allergisch reagiert haben. Wir sprechen jetzt hier immer von der Ernte. Ein Schritt, um es noch nachzuarbeiten, wäre dann immer noch die Ausbringung von EM direkt beim Füttern, ne, über das frische Heu. Aber hier setze ich natürlich schon viel früher an und habe dann auch eine etwas größere Wirkung. Nicht jedem ist es aber möglich, auf die Heuwerbung oder Futterwerbung Einfluss zu nehmen. Da kann er aber immer noch, wenn das Futter bei ihm zu Hause dann angeliefert und verfüttert wird, im zweiten Schritt EM über das Heu vor dem Verfüttern geben. Heulage wiederum ist dann Konservierungsform, die Silierung, ja, also eine Feuchtkonserve durch Milchsäurebakterien. Das ist ganz spannend, dass bis jetzt ja Pferdeheulage
Also Silage ist jetzt in dem Fall der richtige Begriff und nicht Silage, weil wir wollen keine Rindersilage mit nur 30-40% Trockensubstanzgehalt, sondern wesentlich trockenere, ungefähr durchschnittlich 60% Trockensubstanzgehalt Heulage werben. Dass in der Pferdeheulage bis dato eigentlich kaum mit Siliermitte gearbeitet wird. Man überlässt also die Biologie so ein bisschen ihrem Zufall, ne? Man setzt zwar die optimalen Bedingungen möglichst, stellt die her, aber wenn ich jetzt so gezielt mit einem Siliermittel arbeite, das ist speziell jetzt in der IM-Technologie hauptsächlich Milchsäurebakterien, die haben hier ihren Job zu tun, und das ist auch nicht eine Monokultur, ja, das wäre wieder sehr einseitig, sondern eine Mischkultur, das sind mehrere verschiedene Mikroorganismen, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Die einen zum Beispiel verstoffwechseln noch den Restsauerstoff, der im Ballen ist. Die nächsten arbeiten dann im anaeroben Bereich, so wie sie ihren Job tun sollen, ne, verwerten dann eben den Zucker. Und es ist auch wichtig, dass ein Teil der Mikroorganismen für die Stabilität sorgt, dass wenn dieser Heulageballen dann geöffnet und verfüttert wird, ist nämlich der Effekt, dass er wesentlich länger stabil bleibt und es nicht zu Nacherwärmung kommt. Dieser Silierzusatzstoff hat einen ganz, ganz starken Vorteil entgegen der Zustand, dass man gar keinen benutzt. Der pH-Wert wird wahnsinnig schnell, weil sie unheimlich aktiv sind, schnell und tief abgesenkt auf unter 4,5. Das ist deshalb wichtig, damit eben Schimmelpilze, aber auch andere unerwünschte Keime, wie zum Beispiel immer gefürchteten Clostridium botulinum, sich nicht entwickeln können. Ja? Die können in diesem tiefen pH-Wert nicht überleben. Es gibt in der Erfahrung, in der Praxis immer wieder, dass es zu allergischen Reaktionen auf Heulage kommt. Was reagiert denn da eigentlich allergisch und warum? Ein Grund in der Heulage ist die Aminosäure Histidin, die gebildet wird aus dem Graseiweiß und dann das, also körpereigene Amin, biogen heißt körpereigene Amin, gebildet wird. Durch dieses Amin werden einige allergische Reaktionen erklärt. Die effektiven Mikroorganismen haben jetzt eben den schon genannten Vorteil, dass aber diese Silierung ganz schnell und zügig und vor allen Dingen fehlgärungsfrei abläuft und damit diese Histidinbildung entgegengesetzt wird. Das ist also eine enorme Qualitätssteigerung. Ich finde, wir haben noch viel zu wenig Erfahrung in der Praxis damit und es wird Zeit, dass das mehr eingesetzt wird. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn gerade durch die Wetterkapriolen, denke ich, muss man der Heulage zukünftig mehr Bedeutung beimessen, aber auch die Verträglichkeit von Heu, also der Futterqualität an Heu. Nicht zu vergessen natürlich das Stroh. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr durch die Futterknappheit wird Stroh nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen. Auch hier ist Schimmelpilzbefall ein Thema und mit Schimmelpilz versetzte, egal ob es nur für die Einstreu ist oder auch als Futterstroh verwendet werden soll, darf natürlich auf keinen Fall genutzt werden. Da nützt es auch nichts, irgendwie nur Teilplatten zu entfernen, ja, weil wenn Schimmelpilz zu sehen ist, dann ist der ganze Ballen zu verwerfen. Das ist ein hoher Kostenfaktor, wenn der nicht ausgeglichen wird durch den Lieferanten, dann bleibt der Betriebsleiter darauf sitzen. Wie kann man damit umgehen? Das funktioniert nicht. Es ist also sinnvoll, sich zu überlegen, wenn man Einfluss drauf hat, bei der Strohwerbung auch hier EMs einzusetzen, um den Schimmelpilzbefall so zu gering oder wie irgend möglich zu halten, bis auch nicht ganz, also bis auf ganz hinunterzusetzen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Stroh gezielt wieder als Futterstroh mit Heu oder eben auch mit Luzerne oder ähnliches, kann ja auch Grasschnitt sein, zu verschneiden, weil die Futterknappheit uns auch hier nochmal zum Umdenken ja bringt. Ja, zum Abschluss, das hatte ich auch schon angesprochen, kommen wir nochmal zu den Einsatzmöglichkeiten im und auf dem Pferd. Die können ganz vielfältig sein, die Anwendung innerlich und äußerlich. Im Pferd gesprochen, müssen wir uns natürlich klar machen, dass ja, wenn wir uns ganz genau die Verdauungsvorgänge angucken, genauso wie bei uns, es nicht das Pferd ist, was sein Futter verdaut, sondern seine Darmbakterien. Ja, seine Darmbakterien machen das Futter verwertbar und produzieren dabei eben die lebenswichtigen Stoffe wie Vitamine, Enzyme und Aminosäuren. Vorausgesetzt, die Bakterien erhalten das richtige Futter. Jeder, der sich schon mal den Magen verdorben hat oder auch mit Unverträglichkeiten reagiert, wenn er ganz viel Süßzeug gegessen hat, viele zuckerhaltigen Lebensmittel, ne, mit Bauchschmerzen, Blähungen und so weiter, das geht den Pferden ganz ähnlich. Zucker ist da echt ein Problem. Dann kann man sich sein Darmmilieu, wie es ja so heißt, auch ganz schön zerschießen.
So, wir haben aber eine Situation, anders als in der Natur, dass das Pferdefutter und sein Mikrobiom, also die mikrobielle Zusammensetzung des Pferdefutters in menschlicher Haltung sehr einseitig besiedelt ist. Im Gegensatz zur Natur. In der Natur kann das Pferd so als Nomade sich sein Futter suchen, muss natürlich auch mal mit sehr kargen Situationen zurechtkommen, keine Frage, hat aber die Möglichkeit, das erst es braucht, zumindest aufzusuchen. In der menschlichen Haltung hat das Pferd nur das Futter zu fressen, was wir ihm vorsetzen. Und wenn dann das auch immer gleich ist, immer von den gleichen Flächen kommt, dann wird das über die Zeit auch sehr einseitig mikrobiologisch besiedelt. Ergo, die Darmbesiedlung im Pferdedarm ist auch sehr einseitig oder kann sehr einseitig werden. Da finde ich die Entwicklung sehr spannend, die auch in die Richtung gute Erfolge erzielt, nämlich dass jetzt in der Gruppenhaltung ja vermehrt auch eingesetzt wird, dass unterschiedliche Raufutterarten den Pferden zur Verfügung stehen, je nachdem, was sie wie vertragen. Es so WIP-Bereiche gibt, dass Pferde also Heu oder Heulage fressen können, auch Futterstroh zur Verfügung haben. Je vielfältiger eigentlich das Futterangebot ist, desto besser ist das für die mikrobiologische Besiedlung im Darm. Und daher sind auch Kräuterbars sehr hilfreich. Vorausgesetzt, die Kräuter sind nicht im Supermarkt gekauft, sondern im Ideal im eigenen Garten großgezogen, den man natürlich mit EM-Pferdemist gedüngt hat. Vorsicht, eigener Garten, der wird explodieren, wenn wir EM-Dünger einsetzen, denn die Pflanzen wachsen ohne Ende. Ich muss permanent umtopfen und versetzen und neu pflanzen. Ist schon ganz enorm. Ja, was machen wir mit unserem Pferdefutter? Wenn wir jetzt effektive Mikroorganismen als Ergänzungsfuttermittel praktisch einsetzen. Das gibt es so als fermentiertes Futter, das nennt sich Bokashi, kann man auch selber herstellen, oder eben in flüssiger Form gezielt über das Krippenfutter machen, dann habe ich hier die Möglichkeit, das Darmmilieu wieder anzureichern. Also wir da diese Vielfalt, diese Diversität, wie es so schön heißt, zu erreichen. Dieser Effekt, dass die Pferde Probleme bei der Futterumstellung haben, sei es innerhalb des Stalls oder erst recht bei Stallwechsel. Dem wird ja immer die Empfehlung gegeben, frisches, neues Futter über 10 bis 14 Tage muss das Pferd sich erst dran gewöhnen, das langsam mit dem Alten zu verschneiden. Es macht ja nicht das Futter das Problem, sondern die andere Mikrobiologie, die auf dem Futter sitzt, ja? Deshalb hat das Pferd Probleme mit der Futterumstellung. Umso vielfältiger aber eh sein Futter in seiner Grundsituation ist, umso weniger, umso geringer sind diese Futterumstellungsprobleme. In der Natur hätte das Pferd kein Futterumstellungsproblem, wenn es weiterzieht. Ne? Das Immunsystem sitzt im Darm, ganz genau. Deshalb ist es so wichtig, für eine gute Darmgesundheit zu sorgen, nicht nur beim Pferd. 70 bis 80% des Immunsystems sitzt im Darm. Je gesünder der Darm ist, umso besser, umso stabiler ist auch das Immunsystem. Kommt es aber da zu Störungen, dann wird häufig auch die Stoffwechselprodukte nicht nur über Leber und Niere ausgeschieden, sondern auch über die Haut. Ja? Also ein gestörter Darm hat auch immer meistens ein gestörtes Hautbild zugrunde und umgekehrt. Beides korreliert miteinander. Hauterkrankungen spielen da häufig dann, haben ihre Rolle darin oder resultieren dann darin. Und man kann das auch häufig nicht nur sehen, deshalb habe ich auch dieses Bild mal gewählt, ja, das arme Pferd, das ganz voll sitzt mit Fliegen, sondern auch riechen. Also ist der Darm nicht gesund, stinken die Pferde auch häufig, auch so durch die Haut. Ja? Ein gesundes Pferd stinkt nicht, da möchte man sich reinkuscheln und sagen, es riecht so wohlig. Auch die Ausscheidungen stinken. Ne? Und dann sieht man auch manchmal das Phänomen, dass auf derselben Weide, dass die einen Pferde haben 3, 4, 5 Fliegen und die anderen sitzen voll, so wie der arme Kandidat da auf dem Bild. Ja? Auch das spricht dafür, dass dieses Pferd eher von vollen ist. Oder die Fliegen sich von der Fäulnis des Pferdes angezogen fühlen. Wenn ich das Darmmilieu jetzt durch die EMs verbessere, dann gebe ich der Darmschleimhaut einen wesentlichen besseren Schutzmechanismus vor den Erregern und Giften. Ja, Umweltgifte nehmen immer eine größere Rolle ein, leider auch in der Pferdewelt, keine Frage. Dann kann ich ein bisschen was entgegensetzen, auch der Befall mit Darmparasiten, wie ich vorhin schon angesprochen hatte. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, die sogenannte Bioverfügbarkeit, also die Verwertbarkeit und die Form, in der die Nähr- und Wirkstoffe über das Futter ja nun eben verstoffwechselt werden und dann in dem Körper zur Verfügung gestellt werden, die erhöht sich. Das bedeutet ähnlich wie bei dem Boden. Der Boden ist ja nichts anderes als der Darm der Pflanze. Ja, es ist so exogen, ist außen. Ne? Endogen ist jetzt im Körper der Darm des Pferdes.
Dass ich hier weitestgehend, umso besser das Darmmilieu ist, auf synthetische Mineralfuttermittel reduzieren und dauerhaft vielleicht sogar verzichten kann. Ja, da sind wir auch dran und haben jetzt über die letzten Jahre schon gute Erfahrungen damit gesammelt. Denn synthetisch ist nicht unbedingt gut und auch die Bioverfügbarkeit der synthetischen Zusatzfuttermittel allgemein gesprochen ist sehr fragwürdig. Vieles davon belastet den Organismus übermaßen. Und es gibt ja auch viele Vitamine beispielsweise, auch Mineralien, die vom Pferd in Eigensynthese hergestellt werden. Aber diese Eigensynthese, die schläft praktisch ein, die wird ja runtergefahren, wenn ich permanent es künstlich von außen zufüge. Ja? Also das da, den Darm mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und anreichern, geht ganz hervorragend über das Krippenfutter. Dann kann ich es ganz gezielt, auch gezielt auf das Pferd, ne, auf die Dosis für das Pferd, auch ein bisschen abhängig von der Leistung, vom Gesundheitszustand, vom Alter des Pferdes individuell eingehen. Allgemein wird natürlich, wenn ich das Rauffutter mit EM geworben habe, über das Hauptgrundfutter des Pferdes, das Rauffutter, das macht ja fast 90, manchmal sogar 100% Futtermenge pro Tag aus, natürlich auch das Darmmilieu positiv beeinflusst. Dann haben wir den Punkt der äußerlichen Anwendung und hier sind eigentlich auch der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt, denn als größtes Organ besitzt die Haut ja einen Säureschutzmantel, ja, das wissen wir alles. Dieser Säureschutzmantel entsteht durch einen ganz individuell von Lebewesen zu Lebewesen unterschiedlichen typischen Besatz an lebenden Mikroorganismen. Und dieser Besatz, dieser Schutzfilm bildet eine Schutzschicht vor pathogenen Keimen, krankheitserregenden Keimen. Wenn diese Schutzschicht aber monetär oder auch dann dauerhaft zerstört wird, dann sind das Eintrittspforten. Ja, dann entstehen daraus eben Erkrankungen, Allergien, Infektionen. Und ich habe jetzt mal hier ein Bild, das ist meine Tochter, die jetzt hier gerade das Pony abspritzt, mitgebracht. Ein Thema ist nämlich da auch das Waschen. Nicht nur das Waschen vor allen Dingen mit sehr aggressiven waschsynthetischen Zusätzen, die es da alle so gibt, ja, also auch irgendwelche Fliegensprays und Mähensprays und so alles nicht besonders hautfreundlich sind, aber auch selbst das häufige Waschen an sich, anders als so ein Regenguss, geht das Wasser sehr tief in die Haut rein, kann den Säureschutzmantel aufweichen und förmlich, ganz platt gesprochen, die typischen Mikroorganismen abspülen. Also wenn Waschen unbedingt nötig ist, idealerweise direkt danach mit EMs einsprühen und ansonsten sowieso, ja, auch der junge Mann hier, er hat jetzt gerade so eine Sprühflasche in der Hand, ich kann das gesamte Pferd absprühen und damit den Säureschutzmantel der Haut wieder stabilisieren, kann natürlich auch ganz gezielt bei Wunden oder Hauterkrankungen sie einsetzen, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten über Salben. Hier dieses Spray ist auch mal ganz hilfreich, vor allem wenn man sich eine Sprühflasche zulegt, wo man über Kopf sprühen kann. Weil beim Pferd muss man häufig über Kopf sprühen, sonst sprüht die nämlich nicht und dann wird es immer aufwendig. Und auch hier gilt es, dass diese Verdünnungen immer frisch angesetzt werden und dann direkt verbraucht werden müssen. Praktisch empfiehlt es sich dann immer für das Konzentrat, was ja häufig Kanister sind oder auch wenn man selber das macht, es in Kanistern abzufüllen mit Zapfhahn, damit man nicht jedes Mal einen Deckel aufschrauben muss, wo dann wieder Luftsauerstoff rankommt, sondern man möchte ja möglichst diesen Milieu in der Flasche sauerstoffarm beibehalten. Vor allen Dingen, wenn es jetzt erforderlich ist, doch mal zu desinfizieren. Also vielleicht nochmal klar machen, Desinfektion heißt, alle Mikroorganismen werden abgetötet. Das Desinfektionsmittel macht keinen Unterschied zwischen erwünscht und weniger erwünscht. Dann ist die Frage, wer besiedelt jetzt die Fläche neu? Die ist einmal leer gefegt, für kurze Zeiten. Steril gibt es sowieso nicht. Also dauerhaft steril, keimfrei, gibt es nicht. Aber für eine kurze Zeit leer gefegt, wer kommt zuerst? Und da sage ich immer, das ist immer so ein bisschen wie im Theater. Ja? Wenn man zu spät kommt und alle Plätze besetzt sind, muss man wieder rausgehen. Das Gute ist, wenn wir jetzt EM einsetzen, haben also mussten desinfizieren, dann selbst wenn die Wunde noch so stark ist, dass man nicht direkt drauf sprühen kann oder möchte, auch weil man vielleicht weiß, dass das Pferd sonst anders reagiert, als man es jetzt gern hätte, ist es hilfreich, mit einem Lappen vorsichtig den Rand drumherum mit EMs einzuschmieren oder auch einzucremen, ganz egal, damit praktisch vom Rand, jede Wunde soll eh vom Rand in die Mitte zuwachsen, diese Neubesiedlung wieder da ist. Das wäre nämlich so, als ob sie den Theatersaal leer vorfinden und sagen, alle Türen auf, alle Schulklassen rein, alle Plätze sind besetzt,
Wir wollen nämlich einen Kinderfilm gucken und jetzt kommen die Senioren rein und sagen, hier ist ja schon alles voll, dann gehen wir wieder woanders hin. Ich möchte die Senioren nicht mit den kranken Pathogenen gleichsetzen, um Gottes Willen, aber dass dieser Vergleich klar ist, das ist ein Platzhalterprinzip. Ja? Ist der Platz besetzt, ist dieser Lebensraum besetzt von einem positiven Mikroorganismus, von einem Wünschen, haben die Pathogenen keine Angriffsmöglichkeit. Bei allen Erkrankungen der Haut muss immer auch die Behandlung über den Darm hinzugezogen werden. Also nur von außen versuchen, eine Verbesserung herzubringen, immer systemisch arbeiten, also auch versuchen, eine Erkrankung des Darms immer mit in Betracht zu ziehen. Dann komme ich auch so langsam zum Ende und gerne auch gleich zu den Fragen, die so reichlich sind. Das freut mich ja auch sehr, dass viel Interesse ist. EM bedeutet, EM im Pferdebetrieb einsetzen und überhaupt in seinem Lebensumfeld bedeutet in Lebenskreisläufen denken. Auch wenn unser Webinar jetzt mit dem Thema Pferd im und am Pferd geendet hat, ja, könnte er genauso gut auch hier beginnen. An jeder dieser Stelle, dieser Kreislaufwirtschaft mit effektiven Mikroorganismen, kann ich Einfluss nehmen, kann ich einen Impuls setzen, kann ich die ins Negative gekippte Waage wieder ins Positive verschieben. Ja? Je nachdem, wie, wo, welcher Betrieb welche Möglichkeiten hat. Idealerweise wäre es natürlich überall, aber es hilft vor allem auch schon, wenn man mit dem Pferd beginnt, also wenn man effektive Mikroorganismen über das Krippenfutter in das Pferd gibt. Ja, denn diese werden natürlich auch mit ausgeschieden, kommen also wieder in die Einstreu, kommen in das Stallmilieu, kommen in den Mist, werden als Dünger wieder verwendet auf den eigenen Flächen für die Futtergrundlage und so weiter. Den Pferden, wenn man effektive Mikroorganismen da gezielt zuführt, da sieht man das sofort an. Ich war selber auch ganz baff und erstaunt, dass selbst unsere älteren Zuchtstuten wahnsinnig glänzendes Fell wieder bekommen haben, dass sie man riecht sie auch, die Ausscheidungen stinken nicht mehr, so was ja manchmal auch so säuerlich, da sind, oh, wer hat hier denn gerade geäppelt, ja? Die Äpfel haben eine kleinere, rundere Form. Das war bei meiner Stute ganz spannend. Die hat ihr Leben lang immer solche Elefantenäpfel geäppelt. Das hat also Auswirkungen auf die Verwertbarkeit, ja? Daraus kann man den Rückschluss ziehen. Und was ich auch sehr interessant fand, dass eine Betriebsleiterin berichtet hat, dass sie Pferde hatte, die unheimlich viel geschlungen haben, also die permanent in der Raufe gestanden und gefressen haben, überhaupt nicht mehr aufgehört haben, dass sie anfangen, Pausen zu machen. Was ich auch mir nur dadurch erklären kann, mit dem sie eben zufüttert, dass die Verwertbarkeit des Futters gestiegen ist. Ja, die Pferde fühlen sich nicht mehr so leer, sie fühlen sich nicht so im Defizit. Sie könnten ihren eigenen Speicher ausfüllen. Also setzen Sie eben ein mit möglichst nachhaltig, denken Sie dabei immer langfristig, geben Sie auch ein bisschen Zeit der Biologie, nicht alles geht von heute auf morgen, besonders wenn es darum geht, das Bodenleben zu verbessern, da muss man auch manchmal schon in einigen Jahren denken. Na? Trotzdem gibt es unheimlich viele Chancen und Ideen. Wir sind auch Ihren Ideen gar keine Grenzen gesetzt, effektive Mikroorganismen betriebsindividuell in Ihren eigenen Betrieb zu integrieren. Bevor wir gleich zu den Fragen kommen, möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, wer jetzt auch vielleicht gleich keine Antwort bekommt oder im Nachhinein noch Fragen einfallen, dann kann er mir gerne eine E-Mail schreiben, ne, wenn er noch Fragen hat, vor allen Dingen ganz konkrete Fragen, weil jeder Betrieb ist anders. Wir können ja hier nur eine ganz allgemeine Empfehlung und Erfahrung berichten, ganz konkrete Fragestellungen zu seinem Betrieb hat und den Einsatz von effektiven Mikroorganismen, kann mir gerne E-Mail schreiben, dann können wir einen Telefontermin vereinbaren und im Nachhinein das Anliegen besprechen. So, jetzt bekomme ich einige Fragen. Mareike Petersen, soll ich die mal jetzt so vorlesen? Ich frage mal einmal zurück und beantworten. Ja. Schon soweit alle Genau, gesammelt? ich habe jetzt die, Noch ich nicht habe alle, gerade noch ne? ein paar dazu, also ihr könnt jetzt loslegen mit den Fragen, noch weitere ein paar sind hier schon. Anja, du kannst ja einmal schon mal hier durch Super. querlesen, die Ja. Fragen und dann Ja, genau. beantworten. Anfang, ich gebe dir dann die nächsten Länder. Ja. Genau, ja, es gibt so Argumente, dass sich um japanische Mikroorganismen, ja, weil der Herr Professor Dr. Hieger in Japan ist, ja, das stimmt. Aber die werden ja weltweit,
Also Photosynthesebakterien gibt es überall, Milchsäurebakterien auch, Hefen auch, ne? Die gibt es nicht speziell nur in Japan und die werden ja auch nicht nur als Urtinktur dort hergestellt, sondern überall auf der Welt. Man kann sie ja selbst vermehren und anreichern. Dass er es als erstes entdeckt hat, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie nicht auf der ganzen Welt vertreten sind. Also das ist kein Argument dagegen. So, die Mathe bleibt immer bestehen. Ja, also es gibt ist ein bisschen abhängig davon, was der Betrieb so über das Jahr für ein Haltungsmanagement hat. Wenn die Pferde zum Beispiel nur im Winter in den Boxen sind und im Sommer eher 24/7 auf der Weide oder auch auf Ausläufen, kann man mal überlegen, ob man dann im Frühjahr, wenn alle Pferde rausfliegen, sowieso die Matte entnimmt, weil es ist nichts verloren. Das ist immer das Schöne, wenn ich müsste, sage ich immer, oh, habe ich ein bisschen viel in die Karre getan von meiner, jetzt in dem Fall Späne oder auch Stroh, ist nicht so schlimm. Die Biologie arbeitet auf der Mistplatte weiter, ja, es bleibt ja immer im Kreislauf, alles Gute bleibt erhalten. Theoretisch kann man die Matte immer drin lassen, denn die Matte im Ausgangszustand ist es nach einem Jahr eh nicht mehr, weil permanent verstoffwechselt wird. Was aber viel wichtiger ist, dass man seine Nase einsetzt, zur Not auch mal runtergeht, mal ein bisschen in die Tiefe gräbt, in die Hand nimmt. Und wenn es wirklich extrem nach Ammoniak stinkt, ist die Stelle zu nass, dann ist das zu hoch konzentriert. Na, es gibt ja auch so Wallache, die sind dann mal anatomisch bedingt, pinkeln immer direkt unter sich, haben dann irgendwann mal so einen See in der Mitte, dass man das dann aussticht, mit frischem Material wieder auffüllt. Wenn ich das ständig rausnehme und wieder neu beginnen würde, müsste ich jedes Mal neu beginnen, weil wir sprühen ja EM aus mit dem Ziel, dass die sich über ihre Vermehrungsrate, die ja wahnsinnig hoch ist, also explosionsartig vermehren. Und das tun sie ja auch. Es ist viel wichtiger, dass wenn man frische Einstreu drüber streut, einmal die Woche, zweimal die Woche oder auch weniger, dass man dann immer mal wieder EMs mit da drüber sprüht, damit auch das frische Einstreu wieder mit den Mikroorganismen besiedelt wird. Sollte die Besiedlung nicht schon im Pferd beginnen? Habe ich, glaube ich, geklärt. Genau, ich bin ja am Pferd geendet und kann auch damit beginnen und die sollte auch permanent so sein. Das ist ja auch die Möglichkeit, wer jetzt von Ihnen keinen Betrieb hat, sondern nur Pferdebesitzer ist, für sein Pferd etwas Gutes zu tun. Und das vergeht nicht. Die Wirkung kommt immer an. Gibt es Probleme bei der Düngung mit dem eigenen organischen Dünger, mit der neuen Düngemittel? Ist mir nicht bekannt. Nein. Also die Düngemittelverordnung sagt ja erst recht nicht aus, dass man sich seinen eigenen Dünger aussetzen darf. Man muss eben nur dokumentieren, wann man gedüngt hat, wie viel man gedüngt hat, wegen der Nitratbelastung. Gott sei Dank sind wir im Pferdebereich ganz anders als im Rinder- und der Schweinemast von diesen Grenzwerten auch noch weit genug entfernt. Es ist eher sogar so, dass wenn man an einem Konzept, also zum Beispiel in der Betriebsneugründung, das als EM-Konzept auch mit angibt, auch gut euch aus, auch Mistlager genehmigt bekommen kann oder auch das Thema Emissionsgutachten positiv beeinflussen kann, wenn man es gut argumentieren kann. Wie werden die EM beim Krippenfutter dosiert? In flüssiger Form ist eine Faustformel 20 Milliliter pro 100 Kilogramm Körpergewicht. Also 600 Kilo Pferd, 120 Milliliter, das ist dann so ein kleines Schnapsglas voll, ein bisschen mehr. Langsam steigern. Verträglichkeit setzt am Ende immer ein, aber erstmal langsam steigern, so über 10 Tage. Und dann, ich messe das nicht mehr. Ich habe mir einfach mal so einen kleinen Messbecher fertig gemacht. Das sind so etwas mehr als 100 Milliliter und die gibt es überall, wenn Trog fertig ist. Wie werden die EM, also EM speziell bei Kolik und Kotwasser? Definitiv, weil Kolik ist ja nur ein Symptom, ja, ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Arten von Stoffwechselproblemen im Darm, können natürlich auch mal Nierenkoliken sein, und Kotwasser erst recht. Kotwasser ist immer ein Zeichen für ein gestörtes Darmmilieu. So, muss ich die M-Lösung beim Einsatz auf dem Futter oder bei Wunden jedes Mal, ja, habe ich gesagt, genau, neu ansetzen? Nein, würde ich nicht machen. Nicht, weil es irgendwie schlecht wird. Also wenn es stinkt, dann ist es schlecht. Dann kippt man es auch freiwillig weg. Sondern weil die Wirkung herabgesetzt ist. Weil die Mikroorganismen, die man vielleicht haben wollte, nicht mehr da sind. Man muss sich ja auch vorstellen, die brauchen ja das Lebensmilieu, was wir haben wollen. Und jetzt haben wir eine Verdünnung angesetzt. Die sollte dann zügig ausgebracht und verwendet werden.
Ich habe auch immer mal irgendwo eine Sprühflasche rumstehen, da ist dann noch was drin, das kippe ich nicht mehr aufs Pferd, das kippe ich immer ins Klo. Das habe ich ganz vergessen zu sagen, auch Pferdebetriebe haben sanitäre Einrichtungen. Man kann ganz toll mit EM Toiletten putzen, Waschbecken sauber machen, die immer so schön verdreckt sind, weil alle ihre Gebisse drin auswaschen und so weiter. Wie lange muss der Mist lagern? Kommt drauf an, wie viel Einstreumaterial da drin ist. Deshalb will ich da nur einen ungefähren Rahmen geben. Also in der Praxis zwischen 3 und 6 Monate ist alles schon möglich gewesen. Kommen wir auch auf den Ausbringungszeitraum an. Wann kann ich überhaupt ausbringen? In der Regel sind es ja dann mindestens 6 Monate, bis ich dann ja auch den Vegetationszeitpunkt überhaupt wieder nutzen kann. Aber wir bringen jetzt auch nochmal Mist auf. Super, jetzt kommt endlich mal Regen, ja, alles wächst nochmal, wir können sogar einen dritten Schnitt noch machen und werden auch den Mist nochmal ausbringen. Gibt es ein Verhältnis von Kubikmeter im Mist auf dem Hektar Weideland? Ja, gibt es, müsste ich nachschauen, ist es eher, also nicht der Mist die Frage, sondern das Verhältnis zum Hektar. Die meisten haben zu wenig Mist. Die meisten haben tatsächlich zu wenig Mist. Nee, es hat eher was mit der Geschwindigkeit zu tun, wie ich Mist streue. Fahren müsste ich nachschauen, Frau Josef, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Kann ich aber gerne nochmal klären. Bitte mir schon mal direkt die E-Mail schreiben, schaue ich nach, weiß ich, wie die Empfehlung ist, wie viel Hektar, wie viel Mist auf einem Hektar Weideland ausgebracht werden sollten. Sie geben EM dauerhaft, also nicht nur als Kur. Jein, in meinem Betrieb geben wir es als Kur, einfach weil die Pferde im Sommer 24/7 draußen sind. Das sind Zuchtpferde, die können das, die dürfen das, die haben wahnsinnig viel Weide. Die tummeln sich mit den Rindern, aber ich weiß ja, dass wir unseren EM-Mist auch auf die Grünflächen ausgebracht haben. Das heißt, die nehmen sowieso diese Biologie mit auf. Ich komme einfach nicht an die Pferde ran. Ich renne jetzt nicht jeden Tag hin, um den extra jetzt da überall als Kur zu geben. Wenn man das ein bisschen in reduzierter Form machen möchte, auch manche auch aus finanziellen Gründen das mal sagen, dann sollte es wenigstens im Frühjahr und im Herbst zum Fellwechsel gemacht werden, weil Fellwechsel ist ganz stark belastend für den Stoffwechsel der Pferde. Und da ist EM wenigstens als Kur und im Frühjahr jeweils so über 2-3 Monate gut. Ist eine Anwendung auf reinen Äppeln sinnvoller als auf Einstreumist? Nö. Aber nee, ist beides gut, beides gleich gut. Über die Einstreu und auch über die Äppel. Also auch die Auslaufflächen, ne, besprühen, vor oder nach dem Abäppeln oder so, wie es halt gerade passt. Ich meine, wir äppeln ab und hinter uns stehen die Pferde und warten ja schon darauf, direkt auch wieder was dazu zu geben, ist ja klar. Ne? Kann ja nicht sein, dass wir ihre Möglichkeit zur Kommunikation wegnehmen. Sie haben schließlich gerade markiert. So. Oh, die Frau Petersen muss Fragen sortieren, sehe ich gerade. Heu einspringen, bringt das was? Ja. Vor allem, wenn man auf die Rauffutterwerbung selbst keinen Einfluss hat. Oder wenn man weiß, dass es vielleicht nicht so zufriedenstellend gelaufen, man hat zu wenig genommen oder nicht konsequent genug. Aber wenn man jetzt Futter sich anliefern lässt, dann sollte man vor dem Verfüttern das Heu einsprühen. Ich halte es auch wirklich für sinnvoll, das als Versuch zu machen für die sogenannten Heuallergiker. Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, Heu zu bedampfen oder zu wässern und so weiter. Bedampfen ist da fast noch die beste Variante, aber dieses Wässern erst recht, wenn es zu lange im Wasser liegt, das ist eine Gärbrühe ohnegleichen, da ist dem Pferd kein Gefallen getan. Man hat zwar den Staub gebunden, ja, aber man bringt damit auch ganz unerwünschte Mikroorganismen in das Darmmilieu wieder ein. Also einfach mal für die Heuallergiker-Pferde versuchen, Heu satt einzusprühen. Es sollte nicht triefen, aber es sollte ein bisschen feucht sein. Mit EM, und da ist auch 200 Milliliter EM auf 1 Liter Wasser. So die Faustformel. So. So, Anja, das waren so, wie ich es gesehen habe, die letzten Fragen. Da kommen noch welche rein, oder wollen wir die, ach ja, die sind schon sortiert. Gut, die Zeit läuft langsam ab. Uhu. Ja, sorry. Nachrichten sind schon vorbei. Also, neun durch. Ich denke, du hast ja auch wirklich deinen Teil gegeben. Na klar, ja, ich denke auch. Vielen Dank für deinen wirklich interessanten Vortrag und auch schön vorbereitet und gehalten.
Ich hoffe, ihr da draußen habt es auch so genossen wie ich hier. Wie gesagt, weitere Fragen kann Frau Jakobait beantworten. Könnt ihr eine E-Mail schreiben oder dem Pferdebetrieb Harms, also der Beratungsfirma. Dann sage ich einfach mal Tschüss. Noch ein Hinweis unsererseits, wenn Sie an weiteren Webinaren interessiert sind, dann nutzen Sie auf jeden Fall unseren Newsletter oder auch über unsere Facebook-Seite, da verbreiten wir die. Wir werden am 16. November noch einen längeren Webinarabend zum Pferde-Themenabend anbieten. Das ist auch ein kostenfrei. Dann werden wir im nächsten Jahr auch nochmal mit 3 weiteren Weiterbildungen im Pferdebereich auf den Markt kommen. Also halten Sie da die Ohren offen. Bei Fragen stellen wir dann natürlich aus dem Fachbereich Sport zur Verfügung. Ja genau, 16.11. Aber da kommt auch noch was an Info. Ne? Also im Oktober-Newsletter kommen da noch ein bisschen mehr Details dazu. Gut, dann verabschiede ich mich von unserer Seite. Ja, ich bin noch zu hören, dann kann ich auch nochmal herzlich vielen Dank sagen, auch für die tollen Fragen und dass alle es auch so gut mitverfolgt haben. Es wird sicherlich das ein oder andere sich noch sacken lassen, aber wer da mal so ein bisschen tiefer mit einsteigt und es auch in seinen eigenen Lebensalltag mit integriert, gibt es irgendwann kein Leben mehr ohne EM. Man kann ja auch im Haushalt und im Garten unheimlich viel damit machen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, aber ich glaube, wie immer ist das Allerwichtigste, nicht nur machen, sondern nicht nur sprechen, sondern machen, also einfach mal damit anfangen. Und wer jetzt darüber hinaus noch konkrete Fragen hat, einfach mir eine E-Mail schreiben. Ich bemühe mich dann um schnellstmögliche Beantwortung, dass wir dann ein Telefongespräch draus machen. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.